Ich möchte euch recht herzlich beim 19. internationalen Treffen der Wohnmobilfreunde hier in Leibnitz, in der Bezirkshauptstadt Leibnitz, begrüßen. Herr Bürgermeister Helmut Leitenberger hat uns unterstützt und ein paar Worte sagen, darf den Herrn Bürgermeister mal ein paar Worte bitten. Das Organisationsteam, meine geschätzten Damen und Herren, liebe Campingfreunde, Wohnmobilfreunde, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in der Bezirkshauptstadt Leibnitz. Wir haben natürlich auch ein Programm mit Begrüßung und morgen am Abend und am Samstag am Abend befinden wir uns drüben im Jugendgästehaus. Da gibt es morgen gibt's ein Grillbuffet am Abend und am Samstag gibt es ein steirisches, kaltes und warmes steirisches Buffet. Morgen fahren wir von hier weg nach Kizek. Abfahrt bitte um 9 Uhr. Es ist vielleicht etwas früh, aber wir müssen trotzdem um 9 Uhr wegfahren. Wir fahren nach Kizek. Es soll jeder etwas von Kizek mitbekommen. Und anschließend um 11 Uhr ist die erste Partie schon in Heimschuh. Besichtigung einer Kürbiskernölpresse mit Verkostung von Kernöl-Eierspeise. Und das dauert halt dann seine Zeit. Wir fahren dann weiter über die südsteirische nach Leutschach über die südsteirische Weinstraße und werden circa so um 16 Uhr wieder hier am Campingplatz ein. Kizek ist die höchste Weinbaugemeinde Europas. Es gibt Weingärten in der Schweiz, die höher liegen, aber dort ist kein Haus. Da bin ich jetzt ganz wieder ins Freitum. Lassen Sie sich doch mal filmen dabei. Silizium! Wie weit sind Sie denn mit der Materie Kernöl vertraut? Null. Und dann gegessen. Das gibt einem leicht. Inzwischen bin ich schon zweimal.
sehen, wie es hier immer rauskommt. Probieren, draufkommen. Nein, man kann es ja probieren. Ist auch für Geld Gottes. Ja, für Geld Gottes besser. Und es war Grenze gegenüber einem kommunistischen Staat, Jugoslawien. Aber nur so eine Grenze wie zum Beispiel gegen Tschechoslowakei oder Ungarn oder DDR hat es hier nicht gegeben. Es war im Prinzip eine offene Grenze, nur gekennzeichnet durch Grenzsteine. Es hat zwar das jugoslawische Militär patrouilliert an der Grenze, aber es hat keinen Stacheldraht und es hat gleich nichts gegeben. So, liebe Freunde, unsere Fahrt neigt sich dem Ende zu. Wir befinden uns gerade am Hauptplatz von Leibniz. Wo ist mein Freund zu Hause? Wollte ich dir? Meine Frau und meine Frau. Ja. Vielleicht gehen wir zusammen. Ja, da gehst du mal weg. Da gibt es nur eine Sorte wahrscheinlich. Und ich muss sehen, wenn wir uns sagen. Der Landeshauptstadt Graz begrüßen. Freut mich, dass Sie den Weg von Leibniz nach Graz gefunden haben. Da werden wir schöne Gebäude sehen. Mit dem Mann ist So können wir nicht mehr so viel. Und von allen Wanderungen, von Führungen und von allen drumherum. Ist irgendjemand am Stoge? Ja, sind gleich geil. Das ist das Rathaus. Wir regieren unsere Stadt. Ja. Mann heute und morgen hier am Autos. Ja.
ist schon etwas, was Menschen verbindet. Und Sie sind Wohnwagenfahrer, das sind Menschen, die sehr viel unterwegs sind, sehr viele Menschen kennenlernen. Und das ist wieder ganz der Steiermark und fühlen Sie sich hier wohl. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir drei essen, gell? Nach einer Spülerei sind wir so richtig hungrig. Gell? Haben wir gesagt, so einen richtigen Schweinsbraten, das wäre es jetzt. Gell? Haben wir gesagt, dreimal Schweinsbraten. Die Kölnerin schaut uns mit ganz großen Augen an, hat sie gesagt, nichts verstehen. Gell? Jetzt habe ich gesagt, dreimal Schweinebraten bitte. Die Kölnerin schaut mir wieder an, hat sie gesagt, nichts verstehen. Jetzt habe ich gesagt, dreimal Wuki Wuki, Frati Frati. Gell? Hat sie gesagt, nichts verstehen. Jetzt habe ich ihr den großen Zettel weggenommen und habe ihr einen so großen Schweinekopf aufgezeichnet. Halt ihr den Zettel um, gell? Die Kölnerin schaut den Zettel an. Ah, hat sie gesagt, ich verstehe, du wollen Chef sprechen. Also.